Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem wir euch zeigen wollen, wie ihr die Inner Smart Filament Glühbirne mit der Inner Zigbee Bridge verbindet und sie dann über die Inner App steuert. Für diese Lampen benötigt ihr eine Zigbee Bridge, ohne funktionieren sie nicht. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr die Inner Bridge einrichtet, schaut in unser Video Inner Zigbee Bridge einrichten und verbinden. Ich verlinke es euch in der Videobeschreibung und jetzt oben in der Infokarte. Im Lieferumfang befinden sich in diesem Zweierpack nur die zwei Inner-Filamentlampen mit E27-Sockel und die üblichen Beipackzettel. Die Lichtfarbe dieser Leuchtmittel ist warmweiß, die Farbtemperatur liegt bei 2200 Kelvin und der Lumenwert bei 350. Um sie mit der Inner-Bridge zu verbinden, müsst ihr sie zunächst in eine Fassung schrauben und einschalten. Wenn sie zweimal kurz blinkt, ist sie bereit zum Verbinden. Blinkt sie nicht, setzt sie einmal auf Werkseinstellung zurück, indem ihr sie 6-mal im Halbsekundentakt ein- und ausschaltet. Startet dann die Inner-App. Kurzer Hinweis noch. Startet ihr die Inner-App zum ersten Mal, werdet ihr aufgefordert, ein Benutzerkonto anzulegen. Auch das haben wir in unserem Video zur Inner-Bridge gezeigt. Wir gehen ab hier also von einem angemeldeten Benutzerkonto aus. Um die Lampe hinzuzufügen, tippt oben rechts auf das Plus-Symbol. Wählt dann Gerät hinzufügen aus. Es öffnet sich die Kamera eures Smartphones. Scannt damit den QR-Code, der sich auf der Glühbirne befindet, oder tippt auf den Button Ich kann nicht scannen. Damit lässt sich die Lampe manuell hinzufügen. Wählt als Gerätetyp Inner Zigbee Licht aus. Schraubt die Lampe spätestens jetzt ein, was ich ja schon getan habe. Weiter geht's mit Nächste. Es startet die Gerätesuche. Kurz warten. Die Lampe wurde gefunden. Ihr könnt sie hier nun umbenennen und einem Raum hinzufügen. Außerdem lässt sie sich hier einschalten, um zu schauen, ob ihr die richtige Lampe gefunden habt. Änderungen sind später aber auch noch machbar. Im nächsten Schritt fügt ihr sie vorhandenen Routinen hinzu. Auch das lässt sich später noch ändern. Ich überspringe hier mal. Wir befinden uns nun auf der Startseite. Die meisten Einstellungen haben wir bereits im Video zur Bridge besprochen. Die Lampe lässt sich hier bereits ein- bzw. ausschalten und dimmen. Wollt ihr die Lampe einem anderen Raum zuweisen, geht ihr so vor. Legt zunächst einen neuen Raum an. Zum Beispiel Küche. Gibt es aber auch schon voreingestellt samt passendem Symbol. Und hakt die Lampe einfach an. Speichern nicht vergessen. Das war's schon. Ruft ihr einen Raum auf, lassen sich auch Szenen, voreingestellt oder selbst erstellte, auswählen. Um die Glühbirne oder auch andere Geräte bestimmten Routinen hinzuzufügen, müsst ihr sie bearbeiten. Wählt die entsprechenden Geräte aus. In unserem Fall ist es ja nur das eine. Namen und Symbol ändern ist optional. Und speichern. Eine eigene Routine legt ihr auf ähnliche Weise an. Ruft einfach den Routinenbereich auf und tippt oben rechts auf das Plus-Symbol. Ich füge nun die Lampe mit dem Namen Stuhl im Raum Grillplatz dieser Routine hinzu. Ich hake sie dazu an, tippe auf die Kachel und stelle den Zustand der Lampe beim Aktivieren der Routine ein. Zum Beispiel einschalten mit 50%. Einmal zurück. Noch Name und Symbol eingestellt.
und abspeichern. Routine wurde hinzugefügt. Wechseln wir unten in den Reiter Automatisierung. Dort findet ihr bereits vorgefertigte zu verschiedenen Tageszeiten. Es gibt verschiedene Arten. Timer erstellt Automatisierung nach vorgegebenen Uhrzeiten. Ihr stellt Name, Uhrzeit und Tag ein und wählt eine der Routinen aus. Die klassische Zeitschaltung. Sonnenauf- und Sonnenuntergang richtet sich nach eurem Standort. Direkt bei oder etwas vorher oder später Sonnenaufgang, Sonnenuntergang wird die ausgewählte Routine geschaltet. Mit der Automatisierung Aufwachen lässt sich das Licht zu eingestellter Zeit und Dauer langsam immer heller werden. Ganz unten weist ihr die gewünschten Leuchtmittel zu. Schlafen gehen ist das genaue Gegenteil. Wollt ihr Geofence nutzen, müsst ihr euren Standort freigeben. So könnt ihr beispielsweise das Licht automatisch einschalten lassen, wenn ihr nach Hause kommt. Schauen wir uns das noch in der Praxis an. Lichtleistung auf anfangs 30% und Helligkeit etwas heruntergeregelt. Die Filamentglühbirne ist auf ein paar Szenen beschränkt, da sie ja nur eine Lichtfarbe darstellen kann. Deshalb schalte ich hier einmal die Szenen durch und das war's dann auch schon mit diesem Video. Mehr zu den Innerlampen erfahrt ihr in den anderen Videos. Wenn sie schon auf dem Kanal verfügbar sind, findet ihr sie in der Videobeschreibung. Alles klar! Falls ihr Fragen zum Thema habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Damit bedanke ich mich fürs Einschalten und wenn euch das Video gefallen oder weitergeholfen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar freuen. Und wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt, lasst uns doch ein Abo da oder schaut auf unserem Kanal vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.